Wir kennen sie alle. Die eine Lady, wegen der du nachts nicht schlafen kannst. Das Girl von nebenan, das dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Diese eine heiße Mom von deinem Kumpel, mit der du schon die eine oder andere Fantasie hattest. Und dann ist da noch dieses eine Chick. Dieses Chick, das ein flaues Gefühl in deinem Magen auslöst. Dieses Chick, für das es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Und wenn dieses Chick in fremde Hände gerät, kannst du nicht aufhören, es loszulassen. Du willst nicht aufhören, es loszulassen und kämpfst bis zum letzten Atemzug. Ich will jetzt nicht übertreiben oder so, aber ich glaube schon, dass ich das begehrteste Chick des Internets gefunden habe. Also falls ihr immer noch da seid, ich bin ja wirklich ein großer Fan des Internets, stehe mega auf absurde Videos, aber was hier abgeliefert wird, ist schon echt Spitzenklasse und humoristisch echt auf einem Top-Niveau. Wir haben hier zwei chinesische Homeboys, die versuchen sich wegzuscheppern und die sind so rattentütendicht. Ich meine, guck dir mal an, wie fertig der hier versucht, seinem Landsmann so Techno-Viking-mäßig zu sagen, Alter, halt einen Ball flach. Und dann treten die sich auch noch so stereotypisch mit Brazil-Karate-Kicks den Schädel ein. In Amerika hatte schon lange einer Worldstar, Worldstar geschrien. Was das Video übrigens extrem sympathisch für mich macht, denn hier werden die Protagonisten ganz klassisch, wie man es noch von Schulhofzeiten kennt, einfach nur ausgelacht. Bester Kommentar. Actually, one man choking the other man's chicken. Den versteht man natürlich nur, wenn man in der zweiten Klasse im Englischunterricht aufgepasst hat. Also 80% meiner Zuschauer sind schon mal raus. Aber in dem Fight geht's halt schon um einiges. Das Video wird sogar noch lustiger, weil es einfach noch absurder wird. Irgendwann mittendrin, während sich Nocturne und Kikli um das wilde Taubsi boxen, fängt auf einmal random Mucke an, im Video zu spielen. Und jetzt nicht Eye of the Tiger oder so, sondern halt wirklich diese stereotypische chinesische Provinzmucke inklusive eines verfickten Gongs. Und dann fällt mir erstmal auf, dass hier Jimmy Chang und The Gong Brothers einfach auf dem Feldweg mitten in der Prärie am Start sind, um das ganze Unterfangen musikalisch zu begleiten. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was das für Zufälle sind. Ja, manche werden jetzt sagen, man müsste auch mal die Hintergründe zu so einem Video betrachten. Das sind bestimmt zwei verarmte Bauern, die für ihr letztes Hab und Gut wirklich kämpfen müssen und am Rande der Verzweiflung wahrscheinlich den ganzen Tag an der Flasche hängen und dann im alkoholisierten Zustand noch in solche Situationen geraten. Und am meisten leidet natürlich das Hühnchen selber, wenn es hier hin und her gerissen wird, als wäre es ein Playboy-Magazin und die Dudes wären 12 Jahre alt. Ohne Scheiß, ich finde das auch traurig. Aber wenn ich mir die Absurdität dieses Moments einfach bewusst werden lasse, muss ich einfach feiern. Hey, guck mal, da ledern sich zwei besoffene Bauern um ein Hühnchen, was sollen wir tun? Ich weiß was, lass unseren geilsten Beat reinhauen. Ehrlich, Props an diese geile Band und ihren Evergreen-Hit Never Choke Another Man's Chicken Unless You Stole It. Yo, ihr Niffer. Wenn du auch auf die Masche mit der Frauen-Thumbnail reingefallen bist, kannst du ja ein Like da lassen, du Loser. Wenn ihr ein geiles Video, eine lustige Internetpersönlichkeit, die es verdient hat, dass man über sie lacht, oder irgendwas anderes Geiles gefunden habt in den Weiten des Internets, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ich lese alle, solange es nicht mehr als 10 sind. Ansonsten könnt ihr hier nochmal sehen, wie ich völlig stracke am Hangover Day durch den Plattenbau Ost latsche. Viel Spaß.